Glück im Unglück hatten die Unfallbeteiligten am Dienstagmittag auf der Kreuzung Hammelwader Straße und Bundesstraße 212. Gegen 12.20 Uhr kollidierten zwei Autos, als die 80-jährige Fahrerin eines roten Pkw in Richtung Elsfleth auf die Bundesstraße 212 abbiegen wollte. Dabei übersah sie den roten Wagen des 56-jährigen Brakers, der in Richtung Brake auf eben dieser Bundesstraße unterwegs war. Die 80-jährige Unfallverursacherin, ihr 84 Jahre alter Beifahrer und der 56-jährige Fahrer des beteiligten Unfallautos wurden leicht verletzt und zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Unfall ist schon der dritte innerhalb von nur 3 Wochen. Trotzdem sei die Stelle laut Hauptkommissar Matthias Ahlers noch nicht als Unfallschwerpunkt zu werten.